Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der FDP, Drucksachennummer 10077, Grundrechte verteidigen, anlasslose Überwachung stoppen, Vorratsdatenspeicherung kippen. In Verbindung damit beraten wir auch den Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 10061, mehr politische Widersprüchlichkeit geht nicht. CDU und SPD bejubeln erst die Aufkündigung von Safe Harbor und führen dann die anlasslose Vorratsdatenspeicherung wieder ein. Ich öffne die Aussprache und für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Lürbke das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung nun trotz massiver Widerstände in einem fragwürdigen Schnellverfahren beschlossen. Und dieses Theaterstück namens Vorratsdatenspeicherung, diese Inszenierung, dieses beratungsresistente Abnicken der anlasslosen Generalüberwachung unbescholtener Bürger. Es ist im Grunde ja eine Wiederaufführung sozusagen der demokratischen Tragödie dritter Teil. Und es ist vor allen Dingen auch ein Lehrstück von unbelehrbarem Sicherheitsfetischismus, von penetranter Ignoranz gegenüber den Grundrechten aller Bürger unseres Landes. Und meine Damen und Herren, die Vorratsdatenspeicherung, sie ist zudem auch noch ein Rechtsbruch mit Ansage. Der Europäische Gerichtshof, er hat unmissverständlich erklärt, dass es bei Berufsgeheimnisträgern nicht zu einer Speicherung kommen darf. Diesen Umstand zu ignorieren, fordert ja nicht nur eine Klage geradezu heraus. Nein, meine Damen und Herren, es ist vielmehr auch eine Bankrotterklärung. Bankrotterklärung der Parlamente, wenn neue Sicherheitsgesetze jedes Mal von Gerichten wieder kassiert werden müssen, um den Grundrechten der Bürger Geltung zu verschaffen. Und deshalb soll insbesondere die SPD gedrängt haben, das für sie ja leidige Thema vor ihrem Parteitag im Dezember abzuräumen. Jeder vierte SPD-Abgeordnete ist gegen eine Rückkehr zur Vorratsdatenspeicherung. Im Bundestag stimmten 43 Sozialdemokraten mit Nein. 7 enthielten sich. Und umso mehr war es dann ein Offenbarungseid, dass der Bundesrat im Juni 2015 zu den Plänen der Bundesregierung keine Stellungnahme beschlossen hat und vor allem auch das rot-grüne NRW in der Frage der anlasslosen Massenüberwachung unserer Bürger schlicht jede Haltung verweigerte. Morgen soll das Gesetz nun durch den Bundesrat gehen und ich sage Ihnen, Nordrhein-Westfalen muss im Bundesrat endlich Farbe gegen die Vorratsdatenspeicherung bekennen und endlich eine wahrnehmbare Position gegen die anlasslose Erfassung sensibler Daten von Bürgern und Berufsgeheimnisträgern in unserem Land einnehmen. Denn was bedeutet die Vorratsdatenspeicherung etwa für den Informantenschutz? Ein Journalist machte doch laut Süddeutscher Zeitung den Selbstversuch. Mehr als 40 Tage lang hat er sich selbst bei der Recherche für einen Beitrag für die Online-Börsenredaktion der ARD überwacht, hat alle Mobilfunk, alle Internetdaten aufgezeichnet, die auf seinen Geräten angefallen sind. Und nach der Ausstrahlung des Beitrags hat er diesen riesigen Datenhaufen, der während der Recherche angefallen ist, als Abschlussarbeit für sein Studium an der TU Dortmund analysiert. Das Ziel: überprüfen, ob der Informantenschutz tatsächlich leidet, wenn das Gesetz kommt. Und, meine Damen und Herren, mit absolut ernüchterndem Ergebnis. Sein Rechercheweg sei kinderleicht nachvollziehbar gewesen und die aufgezeichneten Daten hätten auch den Kontakt zu einem Informanten einwandfrei sichtbar gemacht. Und nicht nur das, nach aktuellen Medienberichten sollen bei SMS-Nachrichten entgegen den datenschutzrechtlichen Vorgaben sogar auch die Inhalte der Kurznachrichten bei den Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden. Offenbar gelingt es eben nicht ganz so einfach, diese Signalisierungsdaten, die für den Weg durch das Netz erforderlich sind, von den Inhalten zu trennen. Also so viel zum Argument, es würden nur Verbindungs- und Standortdaten erfasst, aber keine Inhalte gespeichert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen, wer das Abhören des Kanzlerinnenhandys, nicht verhindern kann, der braucht den Bürgern in diesem Land auch nicht weiszumachen, diese sensiblen Daten seien vor einem Abgreifen durch Hacker, seien vor einem Abgreifen durch Nachrichtendienste geschützt. Am sichersten bleiben immer noch die Daten, die erst gar nicht erhoben werden. Ja, meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten haben am 26. Oktober 2015 im Bundespräsidium beschlossen, Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung zu erheben und haben bereits einen Prozessbevollmächtigten ernannt.
Zu dem Kreis der Beschwerdeführer zählen besonders die vom Gesetz massiv betroffenen Berufsgeheimnisträger wie Pfarrer, Seelsorger, Anwälte oder Journalisten. Also wir haben hier eine klare Haltung. Doch auch Nordrhein-Westfalen muss in dieser Frage endlich eine klare Haltung beziehen. Ministerpräsidentin Kraft ist ja bei dem Thema weiter abgetaucht, nach dem Motto, lieber erst gar keine Position, als intern damit anzuecken. Bundesjustizminister Maas ist umgefallen nach dem Motto, lieber das Amt behalten als die Haltung. Und um Justizminister Kutschaty, der die Vorratsdatenspeicherung lange deutlich kritisierte, ist es leider auch still geworden. Dabei muss sich Nordrhein-Westfalen nun endlich aktiv für einen Einspruch des Bundesrates einsetzen. Und sollte das nicht gelingen, dann muss die Landesregierung eben das ihr vom Grundgesetz nach Artikel 93 eingeräumte Klagerecht nutzen. Zeigen Sie endlich Haltung, meine Damen und Herren, und verteidigen Sie die Grundrechte von 18 Millionen Bürgern, NRW-Bürgern, endlich aktiv gegen dieses offensichtlich verfassungswidrige Überwachungsgesetz. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Löbke. Für die Piratenfraktion erteile ich Herrn Kollegen Kern das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Herr Kollege Löbke hat bereits die Bedenken gegen die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung deutlich gemacht, kann ich für uns Piraten nur unterstreichen. Und wir haben zu diesem Thema einen eigenen Antrag eingebracht, der unsere Bedenken noch einmal bestärkt. Und zwar war das eine Entscheidung auf europäischer Ebene. Die möchte ich Ihnen hier kurz skizzieren. Am 6. Oktober dieses Jahres hat der Europäische Gerichtshof ein wahrlich bemerkenswertes Urteil gefällt. Die Safe Harbor-Entscheidung der EU-Kommission aus dem Jahre 2000 wurde für ungültig erklärt. Mit Safe Harbor hatte man allen Transfers personenbezogener Daten in die USA pauschal eine Erlaubnis erteilt, weil man lapidar gesagt hat, dass dort ein gleiches Datenschutzniveau wie in der EU herrsche. Spätestens seit den Snowden-Enthüllungen ist aber klar, Safe Harbor war immer schon eine Datenschutz-Fata Morgana. Safe Harbor war nie dafür gedacht, Personendaten zu schützen, sondern den Wirtschaftsinteressen von multinationalen Konzernen und Sicherheitsfanatikern zu dienen. Endlich haben die Richter in Luxemburg dem Datentransfer in die Hände der NSA eine Absage erteilt. Dem Datenschutzaktivisten Max Schrems, der dieses Urteil erzwang, möchte ich an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Schauen wir uns das EuGH-Urteil einmal genauer an. Es ist aus vielerlei Gründen bemerkenswert. Erstens, endlich wird die EU-Grundrechtecharta ernst genommen. Denn viel zu oft werden die verbrieften Grundrechte in der EU ignoriert, gerade beim Thema Datenschutz. Zweitens, der EuGH nimmt ausdrücklich die nationalen und Landesdatenschutzbehörden in die Pflicht. Bei vermuteten Grundrechtsverletzungen dürfen sie nicht einfach mit einem Verweis auf die EU-Entscheidungen sich aus der Verantwortung stehlen. Sie sind jetzt aufgefordert, mit klaren Regeln zu Datentransfers für Rechtssicherheit zu sorgen. Und das ist auch übrigens ein Auftrag an unsere Landesdatenschutzbeauftragte. Drittens, die letzten Leugner müssen eingestehen, dass die USA kein sicherer Datenhafen sind. Die EuGH-Entscheidung ist endlich ein klares Signal pro Grundrechteschutz und gegen die Interessen der Sicherheitsesoteriker und Datensammelfetischisten. Aber, und jetzt komme ich auf die nationale Ebene zu sprechen, die Freude über die höchstrichterliche Stärkung europäischer Grundrechte war leider nur von kurzer Dauer. Keine 10 Tage später hat die Große Koalition in Berlin die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt. Damit tragen Christ und Sozialdemokraten gemeinsam in Berlin die Verantwortung für die Wiedereinführung und dass hier ein Datenschutzgrundrecht zu Grabe getragen wird. Gleichzeitig, das ist das Kuriose, bejubeln Sie
die Verteidigung eben jenes Grundrechts durch den EuGH. Man weiß gar nicht mehr, ob man das exzessive Widersprüchlichkeit, kollektive Schizophrenie oder einfach nur maßlose Verlogenheit nennen soll. CDU und SPD haben mit ihrer Vorratsdatenspeicherungsentscheidung mal wieder großes Theater aufgeführt. Damit stellen sie wahrscheinlich sogar David Copperfield in den Schatten. Der hat bekanntlich nur einen Panzer vor der chinesischen Mauer verschwinden lassen. Bei Ihnen im Bundestag lösen Sie ganze Grundrechte in Luft auf. Wir Piraten werden auch weiterhin Ihre miesen Zaubertricks aufdecken. Und ich bin auch gespannt, genau wie der Kollege Lürbke, wie denn sich der Bundesrat morgen entscheiden wird. Der Landtag Schleswig-Holstein hat sich auf Antrag der dortigen Piratenfraktion dafür entschieden, ebenfalls dem Antrag vom Land Thüringen beizuspringen und die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu verlangen gegen dieses grundrechtsvernichtende Gesetz. Und ich kann da nur an die Landesregierung appellieren, dass sie sich diesem Antrag ebenfalls anschließt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Stotko das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion über die Mindestspeicherdauer führen wir jetzt zum siebten Mal in den letzten zwei Jahren in diesem Parlament, im Übrigen auch immer mit dem gleichen Versuch, einen Keil zwischen die regierungstragenden Fraktionen oder in die SPD zu treiben. Es ist doch ein offenes Geheimnis, dass sowohl zwischen den diese Regierung tragenden Fraktionen, aber auch innerhalb der großen Volkspartei SPD es unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt, im Übrigen auch innerhalb unserer eigenen SPD-Landtagsfraktion. Ebenso, glaube ich zumindest, ist die kritische Haltung des Justizministers hier aus Nordrhein-Westfalen bekannt, der in verschiedenen Wortbeiträgen hier im Plenum, aber auch im Rechtsausschuss immer klar gemacht hat, dass eine verfassungskonforme Regelung höchsten Maßstäben genügen muss. Eine Auffassung übrigens, die auch strikte Befürworter einer Mindestspeicherdauer ausdrücklich teilen. Ebenso diejenigen, die es verfolgt haben, ist es ein offenes Geheimnis, dass ein Mitgliederbegehren innerhalb der SPD zur Vorratsdatenspeicherung nach dem SPD-Konvent im Juni dieses Jahres mit knapp 10.000 Unterzeichnern nicht ausreichend Befürworter gefunden hat. Aber diese insgesamt breite, transparente öffentliche Diskussion innerhalb meiner, unserer Partei, als auch in den Medien, macht ja gerade deutlich, wie ernst die SPD sowohl die Befürworter als auch die Kritiker einer Mindestspeicherdauer nimmt. Unser Fraktionsvorsitzender Norbert Römer hat in unserer Plenardebatte hier am 25. Juni dazu einen hervorragenden Debattenbeitrag geliefert, an den ich mich übrigens persönlich sehr gut erinnere und ich Sie auch alle erinnern möchte. Ihm ist es nämlich gelungen, in seiner Rede die notwendige Abwägung von Sicherheit und Freiheit deutlich zu machen, den Ausgleich zwischen dem Interesse, unsere Verantwortung einerseits für den Staat zu übernehmen, dabei aber auch Missbrauchspotenziale nicht zu übersehen. Norbert Römer hat überzeugend darlegen können, wie es der SPD gelungen ist, rechte Überwachungsfantasien abzulehnen, kritische Meinungen innerhalb der Partei ernst zu nehmen und das vorrangige Ziel zu verfolgen, wonach Sicherheit der größtmöglichen Freiheit aller dienen muss. Und wenn man die SPD-Landtagsfraktion und das Parlament beobachtet hat, dann weiß man auch, dass nach der Rede von Norbert Römer zahlreiche Kolleginnen und Kollegen der Fraktion zu diesem gegangen sind, zeitgleich, um ihm für seine Rede, für die Ausgewogenheit seines Beitrages zu danken. Ich persönlich gehörte auch dazu. Herr Kollege, entschuldigen Sie. Ja. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Höhne zulassen? Ach, aber klar. Dann bitte. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesprochen von der notwendigen Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit. Auf den letzteren Aspekt möchte ich gerne eingehen, beziehungsweise dazu meine Frage stellen. Wie viele schwere Straftaten sind denn durch die Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt oder vielleicht gar verhindert worden zu den Zeiten, wo sie schon gegolten hat? Vielleicht könnten Sie uns da ein bisschen erleuchten. Also wenn ich zur Exekutive gehören würde und mir eine hätte Tabelle geben lassen, könnte ich Ihnen was dazu sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das auch keine Rolle spielt, weil wir genau aus diesen Gründen ja auch ausdrücklich, also entweder möchten Sie die Antwort hören, dann fragen Sie doch auch erst gar nicht.
versuche Ihnen zu erklären, dass die SPD im Deutschen Bundestag dafür gesorgt hat, dass eine Evaluation nach 2,5 Jahren durchgeführt wird, genau zu diesem Thema. Und wir auch hier im Parlament in der Rede von Norbert Römer und als SPD-Fraktion klargemacht haben, wenn eine Evaluation genau das ergeben sollte, was Sie andeuten, in keinem Fall wird entweder eine Straftat aufgeklärt oder verhindert, wir dann auch der festen Auffassung sind, dass eine solche Mindestspeicherdauer keinen Sinn macht. Ich will mir zurückkehrend auf meine Rede deshalb sparen, mich länger dazu auszulassen, dass in Ihrem Antrag, Herr Kollege Lürbke, die Landesregierung ja bereits wahrnehmbar im Bundesrat eine Position bezieht. So fordern Sie es ja unter Ziffer 1. Das muss man nicht fordern, das tun die ja schon, nur nicht in Ihrem Sinne. Ich könnte mich auch dazu auslassen, dass es nicht um den Einspruch gegen ein Gesetz geht, sondern nach Artikel 77 Grundgesetz zuerst das Anrufen des Vermittlungsausschusses erforderlich ist. Deshalb muss man Ihre Ziffer 2 deshalb schon ablehnen. Ich mache jetzt kein Repetitorium. Ich dachte, der Kollege Wedel hätte Ihnen das mal erklärt. Der macht das sonst immer im Rechtsausschuss. Wir unterhalten sich noch mal miteinander, dass der Antrag nicht ganz in Ordnung ist. Oder ich könnte mich auch dazu auslassen, dass nach Ziffer 3 es ja gar nicht hilfreich ist, wenn man viele Klageführer zusammensammelt, sondern es gibt ja prominente Mitglieder einer Partei, auf jeden Fall einer Partei, die ohnehin klagen. Wir müssen jetzt nicht noch mehrere wie die Landesregierung darum bitten, auch noch Klage zu erheben. Deshalb glaube ich insgesamt, sehr geehrte Damen und Herren von der FDP-Fraktion, wir verweisen ausdrücklich auf unsere Juni-Plenardebatte, die wir hier geführt haben. Und auch heute, 4 Monate später, grüßt zum 7. Mal das Murmeltier. Und auch zum 7. Mal werden wir Ihren Antrag ablehnen. Und jetzt, Herr Herrmann, kann ich es mir ganz kurz machen. Liebe Mitglieder der Piratenfraktion, mit Ihrem Antrag kann man nämlich ernsthaft kurzen Prozess machen. Also die EuGH-Entscheidung zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus, insbesondere in den USA, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Verkehrsdaten von Telekommunikationsanbietern und damit auch überhaupt nichts mit der Vorratsdatenspeicherung zu tun. Deshalb darf man durchaus, auch wenn Ihnen das nicht passt, als Partei oder als Fraktion die Entscheidung des EuGH zur Stärkung der Verbraucherrechte lautstark beklatschen und begrüßen. Und trotzdem darf man dann eine vermittelnde Haltung bei der Frage von Mindestspeicherdauer eingeben. Ihr untauglicher Versuch einer solchen Vermischung ist erkannt. Deshalb werden wir uns da kurz machen und Ihren Antrag ablehnen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Golland. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung nun endlich einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung als wichtiges Ermittlungswerkzeug bei schwersten Straftaten wie zum Beispiel Terrorismus und Kinderpornografie vorgelegt hat. Dieser trägt sowohl einer effektiven Verbrechensbekämpfung als auch den höchstrichterlichen Vorgaben zum Grundrechtsschutz der Bürger in vorbildlicher Weise Rechnung. Ich darf dazu kurz aus der lesenswerten Analyse einer Mitarbeiterin des Bundeskriminalamtes zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zitieren, der in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Kriminalistik abgedruckt ist. Frau Degenkolb, so heißt die Dame, erklärt darin Folgendes. Ich zitiere aus Seite 602 ihres Beitrages. Es fällt auf, dass die präzisen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung so weit wie möglich nahezu wörtlich in den aktuellen Gesetzentwurf übernommen wurden. Vorhandene Gestaltungs- und Einschätzungsspielräume wurden restriktiv ausgeschöpft. Auch wenn die starke Begrenzung des Straftatenkatalogs und der Speicherdauer den polizeilichen Bedarf nicht immer ausreichend abdecken wird, stößt die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in eine wesentliche Lücke in der Reihe der Ermittlungsinstrumente und schließt diese zumindest ein Stück weit. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, so viel zur Bewertung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung aus Sicht der fachlichen Praxis. Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ist anders als behauptet keine verfassungswidrige Totalüberwachung der Bürger durch staatliche Sicherheitsbehörden. Das ist schlichtweg Unsinn. Die CDU-Fraktion wird die vorliegenden beiden Anträge daher ablehnen. Gespannt bin ich allerdings, wie sich SPD und Grüne dazu verhalten werden, die sich in dieser Frage wieder einmal als gespaltene Truppe präsentieren.
Wir erinnern uns, als sich die SPD auf Bundesebene noch in der Opposition befand, verging kaum ein Monat, in dem Innenminister Ralf Jäger das Thema nicht für Pöbeleien in Richtung der damaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger instrumentalisierte. Die Weigerung von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einzuführen, sei, so Ralf Jäger in der Bild-Zeitung vom 26.03.2012, Zitat, mit gesundem Menschenverstand nicht mehr zu erklären. Ihr Verhalten grenze, Zitat Ralf Jäger auf Focus.de vom 18.05.2013, nahe an Strafvereitlung. Hört, hört. Nachdem Herr Jägers Parteigenosse Heiko Maas Ende 2013 Bundesjustizminister wurde, fanden diese unsäglichen Beschimpfungen ein jähes Ende. Weil auch Herr Maas die Vorratsdatenspeicherung ablehnte, warfen die Sozialdemokraten in Nordrhein-Westfalen ihre bisherige Position kurzerhand über Bord. Auf ihrem Landesparteitag in Köln fasste die NRW-SPD Ende September 2014 sogar einen Beschluss, in dem sie die Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich ablehnte. Für die rot-grüne Landesregierung dürfte sich mit Justizminister Kutschaty fortan nur noch ein erklärter Gegner der Vorratsdatenspeicherung zu dem Thema äußern. Dieser erklärte am 30. Januar 2015 hier im Landtag, dass eine anlasslose und voraussetzungslose Speicherung von Telekommunikationsdaten aller Bürgerinnen und Bürger falsch sei. Innenminister Jäger wollte sich die Peinlichkeit ersparen und verließ bereits vor Debattenbeginn den Saal. Schön, dass er heute hier geblieben ist. Nachdem sich SPD und CDU/CSU auf Bundesebene gut 4 Wochen später schließlich doch auf einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung geeinigt hatten, legte die SPD in Düsseldorf die nächste Kehrtwende hin, meine Damen und Herren. Nun durfte wieder Innenminister Jäger zu dem Thema sprechen und begrüßte den ausgehandelten Gesetzentwurf per Pressemitteilung vom 15. April 2014 als, Zitat, ausgewogenen Vorschlag für einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Sicherheitsinteressen des Einzelnen und datenschutzrechtlichen Vorgaben. Meine Damen und Herren, diese beispiellose Irrfahrt der Sozialdemokraten bei einem Kernthema der inneren Sicherheit zeigt, bei der NRW-SPD ist wirklich auf gar nichts mehr verlasst, am allerwenigsten auf die eigenen Parteitagsbeschlüsse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Düke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Safe-Harbor-Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015 ist eine Datenübermittlung aufgrund der Safe-Harbor-Entscheidung der Kommission nicht zulässig. Das heißt, die USA gilt, so der Europäische Gerichtshof, nicht als sogenannter sicherer Hafen und übermittelte Daten, dass da keine gleichwertigen Datenschutzstandards gelten wie in der Europäischen Union. Ist dargestellt worden, ist richtig. Das heißt, Datenschutzbehörden jetzt können, wenn sie Kenntnis darüber erhalten, über ausschließlich auf Safe Harbor gestützte Datenübermittlung in die USA, können diese untersagen. Und die Datenschutzbehörden werden derzeit keine neuen Genehmigungen für Datenübermittlung in die USA auf Grundlage von verbindlichen Unternehmensregelungen oder Datenexportverträgen erteilen. Was sind die Folgen? Die Folgen sind für die Wirtschaft nicht ganz ohne. Das heißt, Unternehmen sind jetzt aufgerufen, unverzüglich ihre Verfahren zum Datentransfer datenschutzgerecht zu gestalten. Dies ist vor allen Dingen, so kommen ja auch die Rückmeldungen bei uns an, für kleine und mittlere Unternehmen doch ein größeres Problem, weil sie im Zweifel hier auch da, wo keine großen Rechtsabteilungen sind, deutlich Schwierigkeiten haben und auch Problemanzeigen machen. Dieser Zustand, und das muss man noch mal ganz klar so sagen, ist dadurch eingetreten, dass die Bundesregierung trotz jahrelanger Warnungen an Safe Harbor festgehalten hat und hier jetzt die mittelständische Wirtschaft hier die Folgen zu tragen hat. Soweit zu Safe Harbor. In der Kritik sind wir uns hier weitestgehend einig. Der Schluss allerdings, Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, oder die Verbindung, die Sie hier mit der kritischen Haltung zu Safe Harbor jetzt auf die Vorratsdatenspeicherung übertragen, ist vorsichtig formuliert gewagt. Ja? Also, Sie skizzieren eine
eine irgendwie geartete Gefahr, dass die Daten, es geht ja um Speicherungen erstmal, wie der Name schon sagt, bei den Vorratsdaten, dass diese Daten jetzt irgendwie, warum auch immer und wie auch immer, massenhaft übertragen werden und hier Datentransfer in die USA stattfinden. Also Sie skizzieren hier Gefahren und verknüpfen die eine Sache mit der anderen. Also ich finde, das ist mir, Kollege Stotko hat darauf hingewiesen, doch etwas sehr weit hergeholt, um einfach mal wieder dieses Thema hier auf die Tagesordnung zu setzen. Da können wir Ihnen nicht folgen. In der Kritik sind wir da, denke ich, einig. Zur Vorratsdatenspeicherung. Getrenntes Thema aus meiner Sicht. Aber auch wir Grüne stehen hier bekanntermaßen kritisch gegenüber, Herr Lübcke. Das haben wir nun hier 100-mal diskutiert. Die Gründe sind klar. Ich will sie hier noch mal kurz zusammenfassen. Wir glauben, dass hier die anlasslose Überwachung, so hat es der EuGH ja auch in seinem Urteil formuliert, dass es hier ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtenseins hier nicht nur das Grundrecht auf Datenschutz bzw. informationale Selbstbestimmung betroffen ist, sondern hier sogar auch die Meinungsfreiheit von der Vorratsdatenspeicherung bedroht sei. Daran ändern die kürzeren Speicherungsfristen aus unserer Sicht nichts, dass die E-Mails rausgenommen werden, ändert auch nichts, weil ähnliche Nachrichten drin sind. Problematisch bleibt für uns auch den Komplex der Datensicherheit, auch die unzureichende Schutz von Berufsgeheimnisträgern sind für uns ein Problem und es bestehen berechtigte Zweifel, dass eben angemessene Datensicherheit bei Massenspeichern privater Telekommunikationsdienstleister kaum zu gewährleisten ist. Alles richtig, die Kritik ist für uns nach wie vor, also deswegen hat unsere Bundestagsfraktion da ja auch nicht zugestimmt. Aber was passiert denn jetzt in Koalitionsfraktionen, Herr Lübcke, ja, wenn man sich da nicht einig ist, denn bekanntermaßen hat da die SPD eine andere Meinung. Das ist ein ganz normaler Vorgang, das haben Sie im Übrigen in Ihrer Regierung mit Ingo Wolf auch erlebt. Denn als das verfassungswidrige Vorläufergesetz damals im Bundesrat auf der Tagesordnung stand, haben Sie sich auch enthalten. So einfach ist das. Sie haben sich damals hier in der schwarz-gelben Landesregierung auch nicht durchsetzen können. Das sind übliche Verfahren, sind enthalten worden. Das Bundesverfassungsgericht hat das letzte Wort gehabt und hat dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Und, lieber Herr Lübcke, das ist eben auch der Grund, warum es hier keine Stellungnahme des Bundesrates gegeben hat. Denn das Votum, keine Einwendung im ersten Durchgang im Bundesrat, was auf der Tagesordnung stand, hat durch die Enthaltung der rot-grünen Länder, weil wir dort eben in den Kabinetten hier Koalitionskarten gezogen haben, durch die Enthaltung hat hier keine Stellungnahme stattgefunden. Denn sonst hätte es eine Stellungnahme gegeben, keine Einwendung. Und nur dagegen hatten wir formal als in der Grüne, in den rot-grünen Regierungen hier formal die Möglichkeit, Koalitionskarten zu ziehen, denn, und das wissen Sie auch, das Gesetz ist ein Nichtzustimmungsgesetz. Das heißt, in der zweiten Runde konnte nur noch ein Vermittlungsausschuss angerufen werden, der hätte auch nichts mehr ausrichten können. Soweit die Lage, das sind normale demokratische Gepflogenheiten, wir sind uns da nicht einig, aber wir können uns auch nicht in allem einig sein, Herr Innenminister. Das wäre schön, nee, das wäre nicht schön. Nein, nein, nein. Also ich glaube, das ist schon ganz gut so, dass wir uns nicht in allem einig sind. Dafür gibt es Verfahren. Wir werden uns da weiter entsprechend positionieren. Der Innenminister wird sich gleich anders positionieren. Aber das hält eine gute Koalition aus und wir arbeiten weiter vertrauensvoll zusammen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dücker. Als nächstem Redner erteile ich dem fraktionslosen Kollegen Schwert das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Es gibt genau zwei Arten von Datenbanken. Solche, die bereits gehackt worden sind und von denen anschließend gespeicherte Daten in den Umlauf geraten sind, und solche, wo das noch nicht bekannt ist. Es gibt aber keinen Grund zu glauben, dass irgendwelche Daten tatsächlich sicher sind. Warum glaubt man also jetzt, dass ausgerechnet die Vorratsdaten sicher aufbewahrt werden können?
Darauf basiert nämlich letztlich das gesamte Gesetz. Dadurch, dass man spitzfindig unterscheidet zwischen der anlasslosen und massenhaften Speicherung und Erfassung von Daten bei den Providern auf der einen Seite und der gezielten Abfrage durch die Ermittlungsbehörden nach richterlichem Vorbehalt auf der anderen Seite. Das soll dann die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes und des Europäischen Gerichtshofs einhalten. Abgesehen davon, dass vollkommen unklar ist, ob die Gerichte das auch so sehen werden. Wer bringt denn den Bundesgesetzgeber auf das schmale Brett, die Bewohner unseres Landes dem Risiko einer solchen monströsen Datenspeicherung auszusetzen? Jeden Tag liest man von gehackten Daten im freien Umlauf, samt Krankenakten, Passwörtern, Kreditkartendaten etc. Wir hatten hier im Landtag eine Anhörung, wo der befragte Experte erzählt hat, dass er binnen Stunden in jede kommunale Datenbank eingebrochen sei und dort meist sogar Spuren früherer Einbrüche vorgefunden hatte. Wie kommt man also jetzt auf die Idee, dass ausgerechnet die Vorratsdaten auf einmal sicher seien und dass die ein gefundenes Fressen für Geheimdienste sind, die sich bekanntermaßen einen Dreck um Richtervorbehalte kümmern? Das muss man wohl nicht extra betonen. Der beste Datenschutz ist nach wie vor, Daten gar nicht erst zu speichern. Wie man Berufsgeheimnisträger schützt, ist auch immer noch unklar. Schließlich sind an Kommunikation immer zwei Parteien beteiligt. Wie realisiert man den Schutz eines Anwaltes, eines Journalisten oder eines Pfarrers, der plötzlich am anderen Ende einer Kommunikation auftaucht? Das ist völlig ungeklärt. Zur Vorratsdatenspeicherung haben wir tatsächlich schon oft gesprochen. Und die Argumente sind unverändert. Bis heute hat noch niemand den Nutzen einer solchen Regelung belegen können. Niemand. Sehr wohl aber wird vor dem Schaden gewarnt. Und das tun Verfassungsrechtler, Technikexperten und selbst die Industrie. Lassen Sie uns also dieses Gesetz stoppen, bevor es von den Gerichten kassiert werden muss und bevor die 260 Millionen Euro rausgeworfen sind, die die Einführung der Vorratsdatenspeicherung kosten wird. Die Zeche dafür zahlen nämlich wir alle. Auch mit erhöhter Datenunsicherheit. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin der Abgeordneten Düker ausdrücklich dankbar für Ihren Redebeitrag, weil sie damit den eigentlichen Anlass dieser Debatte konterkariert hat. Der Anlass dieser Debatte ist doch nicht noch einmal zum 7., 8. oder 10. Mal die altbekannten Argumente miteinander auszutauschen. So ein Anlass dieses Tagesordnungspunktes ist ja, einen vermeintlichen Dissens in der rot-grünen Koalition hier auf Landesebene herauszuarbeiten. Und die Frau Düker hat es deutlich gemacht, man darf auch mal unterschiedlicher Meinung sein zwischen zwei unterschiedlichen Fraktionen, zwei unterschiedlichen Parteien. Und wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dann trägt man das aus, man respektiert die Meinung des anderen, macht das souverän und arbeitet nach wie vor gut zusammen. Das ist, glaube ich, auch in diesem Punkt der Fall. Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hat es ja nicht immer leicht. Deshalb nicht leicht, weil in vielen gesellschaftlichen Bereichen, da wo der Gesetzgeber tätig werden muss, immer oder häufig unterschiedliche Grundrechte tangiert sind. Meine Erfahrung aus der Debatte um diese Vorratsdatenspeicherung oder Mindestspeicherdauer, wie immer man sie nennen will, sie ist in den vergangenen Jahren hochemotional, viel zu wenig rational geführt worden. Die einzelnen Protagonisten haben sich teilweise in ihren Schützengräben eingegraben und sind für eine wirklich rationale Diskussion dazu kaum noch offen. Das spiegelt so ein bisschen auch die Diskussion heute wider. Ich glaube, der Gesetzgeber muss immer in der Lage sein, in Respekt der zum Teil divergierenden Grundrechte einen Weg zu finden. Und ich glaube, Herr Lübcke, Sie werden nicht leugnen, dass keine Speicherung von Verbindungsdaten zu Schutzlücken führt. Die Frage, die wir zu diskutieren haben, in welcher Weise eine solche Schutzlücke zu akzeptieren ist, in welcher Größenordnung. Und diese Abwägung dieser einzelnen Grundrechte, Datenschutz auf der einen Seite, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit auf der anderen Seite, muss in einem vernünftigen Verhältnis zueinander austariert werden. Ein Schwarz oder Weiß, nur das eine Grundrecht und nur das andere Grundrecht, darf es für einen Gesetzgeber nicht geben. Er muss die Belange aller Menschen, aller Grundrechte miteinander in vernünftiger Weise abwägen. Das, glaube ich, ist durch diesen Gesetzentwurf gelungen. Es ist übrigens das gelungen, was Herr Schwert jetzt gerade als ein Problem aufbaut, dass da jetzt Daten
geschaffen würden, die möglicherweise gehackt würden. Tatsache ist, dass es heute in die Beliebigkeit eines Providers gestellt ist, in welchem Umfang und in welchem Maße und in welcher Dauer er tatsächlich Daten speichert. Das heißt, diese Daten sind nicht neu, sie sind vorhanden und werden jetzt erstmalig wieder einer gesetzlichen Restriktion unterzogen, wo klar ist, wie lange ein Provider sie überhaupt speichern darf und unter welchen sehr eingeschränkten Bedingungen ein Provider nach richterlicher Anordnung Ermittlungsbehörden entsprechende Verbindungsdaten zur Verfügung zu stellen hat. Das ist, müsste eigentlich uns einigen, dass es endlich diese Regelung gibt, dass dieser Wildwuchs, wer wann wo was speichert, durch dieses Gesetz beendet wird. Herr Minister, ja? Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Olejak zulassen? Ja. Nee, es ist Herr Herrmann, sehe ich gerade. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sprachen gerade von Abwägung und Sie wissen ja, dass ich es immer wieder kritisiere, dass Sie als Hilfsargument für die scheinbare Notwendigkeit einer Vorratsdatenspeicherung alle Bürgerinnen und Bürger als potenzielle Kinderpornografie-Konsumenten verdächtigen, dass ich das kritisiere. Sie und ich wissen, dass der Anteil der Kindesmissbrauchstäterinnen und Täter in der Gesamtbevölkerung in Deutschland eher gering ist. Ich möchte Sie fragen, wo bei Ihnen die Verhältnismäßigkeitsschwelle ist, bei der Sie einer Überwachung der Gesamtbevölkerung, befürworten, um eine bestimmte Tätergruppe möglicherweise verfolgen zu können durch die Vorratsdatenspeicherung. Ich glaube, dass die Grenze, meine persönliche, spielt dabei keine Rolle, sondern diese Grenze sehr klar in dem Gesetz definiert ist. Nämlich nur unter der Bedingung schwerster Straftaten und unter richterlichem Vorbehalt. Und weil Sie das Thema Kinderpornografie selbst angesprochen haben. Es geht ja nicht, Vorratsdatenspeicherung verhindert keinen Kindesmissbrauch. Aber Vorratsdatenspeicherung verhindert oder macht es erst möglich, die wirtschaftliche Verwertung von Kindesmissbrauch, die im Internet geschieht, zu unterbinden. Darum geht es. Und wir haben in den verschiedenen kleinen Anfragen auch beantwortet, wie groß die Schutzlücke gerade in diesem Kriminalitätsphänomen inzwischen geworden ist, weil der Handel, das Weitergeben gegen Geld von kinderpornografischem Material in der Tat kaum noch zu unterbinden ist, wenn man die Verbindungsdaten zwischen dem Rechner des Täters und dem Rechner des Käufers nicht mehr nachvollziehen kann. Und das ist, Herr Herrmann, ein gutes Beispiel dafür, wo genau dieser Abwägungsprozess stattfinden muss. Für die Opfer von Kindesmissbrauch ist der Missbrauch schon schlimm genug. Aber dass das Internet nichts vergisst und mit dem eigenen Missbrauch Handel betrieben wird, ist für viele dieser Opfer ein weiterer Missbrauch. Und dem gilt es auch mit ermittlungstaktischen Maßnahmen zu begegnen. Von daher sage ich Ihnen, Herr Herrmann, ist gerade an diesem Beispiel festgemacht, der vernünftige Kompromiss, der vernünftige Ausgleich zwischen den beiden Grundrechten Datenschutz auf der einen Seite und das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in vernünftiger Weise miteinander austariert worden. Im Übrigen weise ich darauf hin, dass dieses Gesetz vielen, auch den Ermittlungsbehörden, abverlangen wird. Diese Evaluierungsklausel, die eingeführt worden ist, bedeutet nämlich nicht nur, dass man den Schutz des Datenschutzes zukünftig darstellen muss, sondern vor allem auch den Ermittlungsvolk durch diese Möglichkeit, auf Verbindungsdaten nach richterlicher Anordnung zurückgreifen zu können, den Erfolg die Ermittlungsbehörden darstellen muss. Von daher erübrigt sich auch eine Diskussion darum, ob das spekulativ wirksam ist oder nicht. Die Ermittlungsbehörden haben tatsächlich den Nachweis zu führen, dass es erfolgreich ist. Und ich finde, das ist gerade gegenüber den Kritikern eines solchen Gesetzes ein weitestgehendes Entgegenkommen, dass diese Verpflichtung gegenüber Strafverfolgungsbehörden nun noch vorhanden ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Erstens über den Antrag der FDP-Fraktion, Drucksache 10077. Die Antragstellende FDP-Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir dann auch, und zwar über den Inhalt des Antrags, wie gesagt, Drucksache 10077. Wer ist für den Antrag der FDP-Fraktion? Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Dann stelle ich fest, dass der Antrag der FDP-Fraktion, Drucksache 10077, mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion, der Piratenfraktion und des fraktionslosen Abgeordneten Schwert abgelehnt ist.
Ich lasse abstimmen zweitens über den Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 10061. Die antragstellende Piratenfraktion hat ebenfalls direkte Abstimmung beantragt. Wer ist für den Antrag der Piratenfraktion? Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Wer enthält sich der Stimme? Danke sehr. Dann stelle ich fest, dass der Antrag der Piratenfraktion mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen, gegen die Stimmen von Piratenfraktionen des fraktionslosen Abgeordneten Schwert bei Enthaltung der FDP-Fraktion ebenfalls abgelehnt worden ist. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 4, erste